Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Foundation. Ja, ich hoffe, es funktioniert alles, weil ich habe mein technisches Setup so ein bisschen verändert. Und ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe mir hier so ein MIDI-Control-Dingens besorgt, womit ich halt jetzt die Möglichkeit habe, OBS zu steuern. Was die ganze Sache ein bisschen angenehmer macht. Und hoffe ich, ein bisschen so, ne, dass man so eine bessere Kontrolle hat. Oder auch schnellere Kontrolle, wie auch immer. Ich muss halt nicht aufs Programm zugreifen, wenn ich da irgendwelche Sachen machen möchte. Das ist der Hintergrund, weil ich ja, ne, während der Aufnahme ist das immer ein bisschen schwierig, unter Umständen. Damit der Mauscursor vielleicht nicht rauskommt oder so. Ne? Und solche Dinge gehen jetzt. Ja, großartig was vorstellen will ich jetzt hier nicht. Ich will den Rahmen jetzt hier sprengen. Ja, das nur so zum Hintergrund. Also sollten irgendwelche Probleme auftreten, ja, tontechnischer Art, videotechnischer Art, wie auch immer, nur zur Erklärung, ne, das liegt dann unter Umständen daran, was da vielleicht das Setup hier noch nicht so 100% nicht läuft. Ich hoffe aber doch. Was natürlich auch etwas nicht so 100% läuft. Eure Soldaten waren siegreich. Ja, hier, mach weiter. Ich mal ganz kurz auf Pause, damit ich weiter in Ruhe reden kann. Ja, also was auch noch nicht so 100%ig gelaufen ist und jetzt wieder geändert wurde. Ich hatte ja mal großartig angekündigt, dass ich jetzt quasi nur noch eine Woche Aufnahme habe. Also ich habe ja sonst immer 14 Tage vorproduziert. Ich habe das auf eine Woche reduziert. Das heißt, ich habe am Samstag aufgenommen für die, ne, nachfolgende Woche. Und nein, das war mir dann doch ein bisschen zu knapp. Und stressbehaftet in Anführungsstrichen. Ich musste das leider sein lassen. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Für den Fall, dass nicht, erzähle ich es jetzt nochmal oder zum ersten Mal, je nachdem. Es ging einfach nicht. Ich brauche einfach diese eine Woche dazwischen als Puffer und mache jetzt also wieder 14-tägigen Rhythmus. Also der läuft schon. Das heißt, wie kriege ich das jetzt hin? Wir haben heute den, ich weiß nicht, wie vielten. Das habe ich jetzt richtig gemacht. Kann ich meine Uhr irgendwie entziffern? Mit meinen schrägen Augen. Kann das sein, der 16. Irgendwie so. 16., 17. irgendwann in der Größenordnung. Und wie gesagt. Wo war ich? Ja, also die Aufnahme wird dann erst in 14 Tagen passen. Erscheinen, ne? Also den Dienstag in 14 Tagen von meiner Sicht gesehen. Ihr seht ihn natürlich jetzt erst an diesem besagten Dienstag. Und ihr kennt das Prozedere. Ja, das nur zur Information. Also falls ihr euch wundert, ne, wenn ihr mir jetzt irgendwelche, ich habe zum Beispiel jetzt nochmal von den lieben Imba ein paar Infos bekommen, beziehungsweise ein paar Anregungen bekommen. Und lieber Imba, ne, also auf die kann ich jetzt erst reagieren. Die Woche, die dazwischen lag, ne, da hat sich halt nichts getan aus den Gründen. Weil die Sachen schon fertig waren, also die Videos da schon existierten und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, ganz kompliziert. Gut, wir starten mal wieder. Und was wollte denn der gute Imba, um das dann auch nochmal nicht zu unterschlagen? Er sagte irgendwie, wäre vielleicht gut oder ein Versuch wert, darauf zu achten, dass die Felder, die Weizenfelder, möglichst gleich groß sind. Weil man sieht es ja hier. Ne, da sind Leute schon fertig mit Ernten. Hier sind noch irgendwie Restbestände. Und die werden gerade noch abgeerntet. Und ich habe da sehr ehrlich gesagt selber so gar nicht so drauf geachtet. Also das hier, ne, ist mir schon aufgefallen, dass hier, ne, die Felder abgeerntet sind, während hier noch eifrig gearbeitet wird. Nur er meint halt, die machen so lange nichts, bis die nicht fertig sind. Und das kann natürlich sein. Darauf habe ich nicht geachtet. Ne? Also da, ich bin davon ausgegangen, wenn die fertig sind, irgendwann fangen die da an, da wieder neue Aussaat zu machen. Und gut ist. Und er meinte, ne, man sieht es ja hier, ne, die tun im Augenblick auch nichts. Ne? Kann natürlich sein, dass da jetzt auch nur so eine, vom Programm selber eine kurze Pause eingelegt wird, so nach dem Motto, so, ne, die haben jetzt abgeerntet, sind erstmal mit ihrem Job fertig und fangen dann nach dieser Pause dann automatisch wieder an, unabhängig davon, was jetzt hier passiert. Aber es kann natürlich auch sein, dass die hier nichts mehr machen, weil die noch nicht fertig sind. Und da sagte er halt, ne, da sollte ich ein bisschen drauf achten. Das mache ich jetzt auch. Und ich warte mal zu, bis die hier mit der Ernterei fertig sind. Und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ja doch, ich mache das jetzt schon. Weil ich habe erst überlegt, wegen dem Regen, sollte ich das jetzt schon machen, die Veränderung, oder erst die Schlechtwetterperiode abwarten. Aber ich glaube, ich mache das jetzt schon, dass ich dann die Felder entsprechend anpasse. Und es sind ja wohl im Wesentlichen hier die beiden, die im Vergleich zu den anderen
wesentlich größer sind. Ja, alle anderen sind hier schon fertig. Und die Herrschaften sind dann noch ein bisschen. Ich mache da mal was, was ich eigentlich sehr, sehr ungern mache. Ich mache mal so ein bisschen den. Voilà, mache ich gar nichts mehr. Ungünstig. Da muss ich draufklicken. Ich mache mal so ein bisschen den Turbo rein. Damit das mit der Erdreihe vielleicht schneller geht. Vor allen Dingen, das könnte man direkt mal gucken. Ja, die sind immer noch mit Ernten beschäftigt und bei den anderen Feldern tut sich da nichts. Jetzt sind die auch fertig. Ich glaube, der Imba hat recht. Das hat er gut beobachtet, der Junge. Ja, mir geht soweit durch. Er hat da ein Auge für, ich nicht. Und die dürften dann auch gleich fertig sein. Ich gehe mal wieder auf normale Geschwindigkeit. Ich mache wenigstens auf 2. Los. Fing an. So. Und dann gehen wir wieder auf normale Geschwindigkeit zurück. Da steht es auch aus Geschwindigkeit verringern. Wer lesen kann, ne? Yeah, yeah, yeah. Gut. Ja, ich muss ehrlich sagen, also für solche Sachen hat der Imper echt ein Auge. Ja, auch hier von wegen mit dem Geld. Wobei, ich gehe mal ganz kurz, auf Pause. Er sagte ja, du machst hier Minus. Was ja auch richtig ist während des Wetters, ne? Eigentlich ja nicht richtig. Ich würde mich ja freuen, wenn wir trotz des Wetters Plus machen würden, aber ist halt so. Ne? Wir machen hier im Augenblick dicke Minus. Und er meinte irgendwie, du machst aber hier trotzdem Plus. Also du bekommst Geld dazu. Das sah wohl nur so aus, denn hier sind wir jetzt bei 721 und ich habe gestern mal so ein bisschen, also den Tag vor dieser Aufnahme, immer kurz reingeschnuppert und da war ich auf 1600 so und so. Es wird weniger. Ich hatte auch erst geantwortet, jo, das ist die wundersame Geldvermehrung, weil ich davon ausgegangen bin, so, ne, der Junge hat mal wieder recht, ich habe wieder was übersehen. Wäre ja nicht das erste Mal. Und, was kann man da, das Feld da fertig machen? Wo sind wir? Bei 1. Ich wollte doch 2. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass sich da diese negativen Zahlen bezüglich des Geldes auch auf unseren Kontostand entsprechend negativ auswirken. Wenn da immer mal wieder Geld reinkommt, dann liegt das daran, dass ich ja durch die Umsätze, die ich hier mache, ein Mönch möchte meine Audienz. Seht ihr so spät? Wie muss der? Ach, das ist ja gleich, ich habe hier andere Probleme, mein Freund. So, Moment, bevor ich das jetzt hier verpasse und verbasel und so weiter und so fort. Aber ich glaube, ich kann schon mal anfangen. Ne? Das ist jetzt nicht mehr allzu viel Gedöne. Wo war denn? Ist, glaube ich, schon weg. Ist, glaube ich, schon weg in der Zeit, wo der Mönch jetzt mich abgelenkt hat. So, hier lenke ich mich alle nur ab. Hier, ich komme wieder vollkommen raus. Also wie gesagt, hier mit dem Geld, man sieht, es wird also deutlich weniger. Wenn dann wieder was dazu kommt, dann liegt es halt daran, ich nehme ja auch Geld ein. Übrigens hier eine 61%, wir gehen ganz schön. 249, das waren letztens noch gar nicht so viele. Das waren schon, boah, das geht wieder. Schließt nicht. Gut, ihr habt es ja gesehen, ich kaufe Brot ein wie ein Wahnsinniger eigentlich. Ja, also, ist nicht im Kopf. Ja, egal. So, wie gesagt, also dann, das wird immer niedriger. Also das macht sich durchaus bemerkbar. Ja, ne, also ich nehme ja auch Geld ein durch Verkäufe. Und hier, ne, vor allen Dingen meine militärischen Aktionen bringen auch schon mal so das ein oder andere an Gold rein. Und wenn da mal so ein Tausender wieder zurückkommt, also ne, so 1000 Goldstücke da wieder zurückkommt, dann ist das Konto natürlich wieder ausgeglichen für den Moment. Und wahrscheinlich ist ihm das irgendwie aufgefallen, dass er merkte irgendwie so, ne, der macht da dicke Minus im Augenblick und da ist aber immer noch, ne, dicke Geld auf der Kasse. Ja, schön wär's. Schön wär's. So, gut. Lange Rede, kurze Unsinn. Ich habe jetzt erstmal Dinge zu tun und deswegen auch jetzt nochmal ganz kurz in die Pause. Ich muss einmal genau die Zonen mir anzeigen lassen. Also die Felder hier, das ist jetzt mal ausgenommen, die sind einigermaßen gleich groß und da ich. Und das ist auch nur so eine perspektivische Sache, aber ich denke mal, ich könnte das hier noch ein bisschen kleiner machen, zumal ich da ja sowieso das Problem habe. Wo ist er denn? Ja. Sowieso das Problem habe, dass ich hier so ein bisschen mit den Leuten da ins Gehege komme. Welt einzeichnen. Nee. So groß machen und dann machen wir einfach mal den hier.
Stil des Guten. Was geht jetzt? Hallo? Da ist irgendwo so was ganz Komisches hin. Ich muss da noch einfach nur angleichen. Ich wollte das ein bisschen eben machen, dass das so gleich aussieht. Scheint so nicht zu funktionieren. Dann machen wir es erstmal weg. Wir versuchen das anders. Moment, wie sieht's denn aus? Krumm und schief. Ja, toll. So geht's. Okay. Also mit Pi mal Auge müsste das von der Größe einigermaßen passen. Ich muss jetzt nicht ganz so mini-mäßig machen. So, das müsste jetzt von der Größe ungefähr gleich sein. Da kommt ja auch nur so, ne, dass das so einigermaßen ist. Da muss ja nicht hundertprozentig passen. Es reicht ja, wenn das schon so in die Richtung geht. So, die drei Felder sind ungefähr gleich groß. Das könnte man hier auch ein bisschen kleiner machen. Mit gleiche Vorgehen. Beziehungsweise gibt es nur diese beiden. Also, okay. So. Ja, cool. Feld anzeigen. Irgendwie habe ich da gemacht. Wie geht das? Warte mal aus hier, sonst komme ich wahrscheinlich durcheinander. So, also, Härtefeld einzeichnen. Gerade hat es ja funktioniert. Oh, jetzt fühle ich auf einmal nicht mehr. Jetzt geht's. Irgendwie ist das Programm, also das Spiel ist dann doch wohl noch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen buggy. Buggy. Aber dafür sind wir auch noch in der Entwicklung. Und zwar voll in der Entwicklung. Gut, dann haben wir das. So. Okay, die gehen. Das ist alles einigermaßen so eine Größe. Aber hier, da haben wir die ganz großen Ausreißer. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Weil ich habe auch so ein bisschen immer geguckt bei der bezüglich der Größe der Felder so, ne, das war auch durchaus mit Bedacht gemacht, dass ich sagte, irgendwie immer verschiedene große Felder machen und zu gucken, so wie sich die denn so auswirken von wegen Produktivität oder so weiter. Aber, das scheint wohl nicht der richtige Gedanke gewesen zu sein. Ich fange mal hier unten an. Das ist. Wie mache ich das? Das ist am schlechtesten. Nehme ich das hier erstmal weg. Das ist ja deutlich zu viel des Guten. Und hier muss das nicht unbedingt so groß sein. Offensichtlich haben wir da wohl noch einen Bug entdeckt. Mal funktioniert das hier mit dem Einzeichnen mal nicht. Ich mache mal ein anderes Weizenfeld. Also nee, das nicht unbedingt, weil ich habe glaube ich nicht viele Möglichkeiten. Aber der hier, ja, die Kollegen hier, da könnte man. Hier ist es auch anders eingefärbt. Das könnte man durchaus was dran machen, zumal hier im Weg ist. Würde ich sagen. Ich weiß, wie das am Weg war. Ja, gut.
Nehmen wir das hier weg. Und machen den noch nicht ganz so breit. Und nicht so breit. Müsste das ungefähr in die Richtung gehen. Dann versuche ich es jetzt hier nochmal. Ja, das geht's. Den wollte er nicht. Ja, irgendwie ganz cool. Ich kann da nicht drüber hinaus. Okay. Ja, lassen wir das erstmal so. Gut. Jetzt wird er gar nicht mehr angezeigt. Nicht hier. Kurios. Muss ich das verstehen? Moment. Ich werde aus Versehen. Nein. Einem anderen Weizenfeld das mit einer anderen Weizenfarm das gemacht. Das wäre fatal. Frage, welche war's? Eigentlich nicht, oder? Ja, ich schon. Bin ein bisschen verwirrt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nee, also, da würde ich doch vorschlagen, ich lasse das jetzt hier erstmal und mache das offscreen. Ich habe gedacht, das ging jetzt relativ flott, aber wenn da schon solche Probleme auf einmal entstehen, dann muss ich erstmal in aller Ruhe herausfinden, wie was jetzt da mit dieser einen Weizenfarm da ist, ob ich vielleicht dieses Weizenfeld aktiviert habe. Oder angelegt habe, als noch eine andere Weizenfarm aktiv war und ich habe da nicht mitgekriegt. Keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Sowas. Komisch. Ja gut, aber ne, wie gesagt, ihr wisst, was ich da vorhab und darauf kommt es ja dann halt auch an. Gut. Wir schauen mal, wie sich das dann so weiterentwickeln wird. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben jede Menge Leute, die am Hungern sind. Na, nicht drüber hinweg. Wir sind fast 250 Leute, die nichts zu essen haben von, wie viel sind wir im Augenblick? 366. Ich halte das für einen Bug. Ich kann mir nicht vorstellen, bei der Produktion, die ich hier habe, ja, und auch hier von wegen, ne, wir haben hier ja durchaus Nahrungsmittel vorhanden. Ist ja nicht so, dass hier nichts gibt. Dass dann so viele Leute nicht zu essen kriegen. Ja, auch, also selbst wenn die Märkte hier vielleicht ein bisschen knapp bemessen sind, ne, von der Anzahl her, hat ja auch als es nicht geregnet hat, einigermaßen funktioniert mit der Versorgung. Die Leute haben ja was gekriegt, das haben wir ja gesehen. Ne? Wir waren ja wieder auf einem guten Weg, bevor der Regen wieder kam und uns jetzt hier dermaßen reinreißt. So, unsere Soldaten waren siegreich und wie man sieht, ne, macht sich sofort hier geldmäßig bemerkbar, weil die natürlich Nähte mitbringen und sich das Ganze dann entsprechend niederschlägt. Jo, immerhin. Jetzt waren so der kann da ja noch ein bisschen was draufkloppen. Ist ja Einkauf, ne? Nicht, dass ich das Verkauf aus Versehen. Nee, ist Einkauf. Ich gehe mal auf 50. So. Auf. Das machen wir mal erstmal nicht. Das ist Glas, das brauche ich nicht so unbedingt. Mal wieder später aktivieren. So, Fisch ist auf 40. Da gehen wir nochmal 5 zu. Nee, komm, wir lassen uns nicht rumpern. Wir gehen da auch mal 50. Dafür versuche ich mehr zu verkaufen, was in Richtung Hemden geht.
Kleidung geht. Dann, hier bin ich auf 75. Was soll's? Man lebt nur einmal. So, Verkauf, die sind schon auf einem ziemlich niedrigen Stand. Gold, Schmeide habe ich noch nicht. Weintrauben verkaufe ich auch. Nee, andere Richtung. Da alles, was irgendwie geht. Brauche ich es erstmal nicht so sehr. Andere Möglichkeiten habe ich, glaube ich, erstmal so weit nicht. Okay, gut, ich könnte hier so Sachen wie Eisenerz verkaufen, aber das brauche ich selber. Da verkaufe ich ja das Endprodukt in Form von Waffen. Ich könnte eventuell vielleicht noch Werkzeuge verkaufen, aber auch die brauche ich im Prinzip selber. Es sei denn, ich habe da sehr, sehr viel Reserven. Da haben wir es ja. Auftrag wurde abgeschlossen. Ja, super. Dass ich in aller Ruhe sie mal durchgelesen. So, 997 Goldmünzen. Ja, das war. 105 ist sehr viel gewesen. Einmal, ja, ich meine, gut. Minus ist untergegangen. Ist eingekommen. Wir haben nochmal zusätzlich 43 Brote bekommen. Ein bisschen Eisen. Werkzeug haben wir auch bekommen. Ein paar Steinblöcke. Ja, und. Hier aus 226 habe ich jetzt noch so verbrannt. Ja, sagenhaft. Gut. Bei der Gelegenheit, mal ganz kurz in den Speicher. Oh, immerhin 5 Trauben sind da übrig und 4 Wildschweine. Okay. Wie sieht es denn hier bei den Kollegen aus? Ja, Trauben hat er im Augenblick keine. Der könnte sich aber welche besorgen. Oder sie in dem Fall. Brot. Okay, ist da. 5 Brot verkauft. Ansonsten haben wir weiter nichts. Ja, dann haben wir auch immer noch die Taverne, die ja auch ne, ihre Mahlzeiten da produziert. Taverne, wo bist du? Die Taverne, ist die Taverne nicht. Ich bin hier irgendwo in der Nähe rumgeistern. Und so klein ist die ja noch auch nicht, ne? Ach, hier vorne. Ja. Ja, auch hier wird ja eifrig produziert. Ja gut, 3 Mahlzeiten. Weiß ich nicht. Und wir haben Zuwachs. 3 Leute entschließen sich jetzt hinzukommen. Oh, auch die Zahlen gehen wieder hoch. Das ist gut. 205 sind jetzt nur noch am Hungern. Jo. Nun gut. Nur die Felder sind wieder voll. Und ja, hier muss ich eventuell noch ein bisschen nachregeln. Aber das mache ich dann besser aufscannen. Das dauert dann sonst doch zu lange. Vor allen Dingen, wenn hier irgendwelche Felder nicht gestellt werden. Welches Weizenfeld war das? Die, ich glaube hier, ne? Aber die haben jetzt ihr. Ja, genau, das waren doch hier die Kollegen. Da ist aber eine Auszeit erfolgt, dass wir doch weiter gearbeitet und so. Ganz egal. Gut, ja. Die Folge ist vielleicht jetzt nicht ganz so prickelnd, weil ich eigentlich nur viel erzähle und erkläre und versuche zu erklären und Dinge irgendwie versuche auf den Grund zu gehen. Die wir uns irgendwann schon x-mal angeguckt haben. Aber das ist halt nun mal so bei diesem Spiel. Nee, das ist eh klar. Und diese Regengeschichte ist halt eine ziemliche Herausforderung. Okay, ich mache im Augenblick, mache ich sogar plus. Plus 155, das erfreut mich. Es kommt Geld rein, obwohl ich ja eine ziemlich viel Nahrung einkaufe mittlerweile. Und ja, ich komme damit nicht klar irgendwie. Also ich meine, gut, es kann natürlich durchaus sein. Ich gebe ja nur das ein, was ich haben möchte. Ob ich das dann auch bekomme, ist dann immer die andere Frage. Ob der Händler das dann immer auch mitbringt und die entsprechenden Handelspartner, also die anderen Städte, die ja da irgendwo virtuell existieren, ob die mir die Sachen auch immer verkaufen wollen, die ich haben möchte,
selbst wenn sie die Sachen anbieten, muss ja nicht unbedingt gegeben sein. Das kommt ja nicht unbedingt wahrscheinlich immer mit dem gleichen Warenkorb da an. Und von daher, wenn ich da sage, ich möchte 100 Brote gerne haben, bringt er vielleicht nur 10 oder 20 oder keine Ahnung. Da habe ich noch keine Übersicht vor. Das ist aber so eine Sache. Ne? Also ich würde mir, das habe ich auch schon mal gesagt, ein bisschen mehr Transparenz in der einen oder anderen Sache wünschen, gerade was die Versorgung mit Nahrung und so anbelangt. Also da hapert es ja noch ein bisschen. Also bezüglich dieser Transparenz aus meiner Sicht. Okay. Gut. Die ersten grinsenden Gesichter tauchen auf. Oder lächelnden Gesichter. 187. Es tut sich ein bisschen was. Jetzt haben wir auch kein Brot mehr. Also alles irgendwie unter die Leute gebracht. Nichts mehr unterwegs. Na gut, muss auch wieder produziert werden. Klar, ne, die sind ja gerade dabei. Weizen wieder anzubauen. Und die... Ja, die Kammern, die sind alle leer. Da ist ein bisschen Milch drin. Ansonsten, also auf Halde habe ich hier nichts, außer die Geschichten, die hier ständig produziert werden. So halt, ne? Da bin ich voll dabei. Das wird ja auch im Augenblick überhaupt nicht nachgefragt. Aber nahrungstechnisch sieht das schlecht aus. 10 Käse? Nee, das ist nicht wenig. In Anbetracht der Situation, was verkaufe ich denn hier alles? Brot und Käse. Nun gut. Wie sieht's hier aus? Brot, beziehungsweise im Augenblick kein Brot. Butter, Honig, Edelsteine, Schmuck. Heute habe ich im Augenblick überhaupt nicht im Angebot. Ne? Jo. Vielleicht sollte ich hier noch irgendwie einen zweiten Stand machen mit Käse oder so. Also einen zweiten Lebensmittelstand. Der Bären auf jeden Fall verkauft. Brot hat er noch gar nichts in dieser Woche verkauft. Na gut, ich habe im Augenblick nichts mehr. Es ist ein Mysterium. Es ist ein Mysterium. Zahlen gehen schon wieder runter. Ein Fünfter auch. Ja, es bleibt eine Herausforderung auf jeden Fall. Die Frage, jetzt haben sie das gerade hier wieder alles aktiv. Ich bin mitten in den Aufnahmen. Machen wir da jetzt so weiter, mache ich da erstmal eine Pause und guck mal, dass die das jetzt hier abernten. Und ich mache mich dann an die Felder ran und steige dann wieder ein. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube ja, dieses Regenwetter wird noch ein bisschen bleiben. Und habe ich denn Leute, die irgendwie arbeitslos sind? 4. Das ist nicht viel, aber besser als nichts. Komm, so viel Zeit muss sein. Dann schaue ich hier nochmal ganz schnell rein. Wie sieht es mit den Leuten hier aus? Auf den ersten Blick ist jetzt ganz gut. Kräuterkundige habe ich. Also das heißt, Kräuter müssten eigentlich auch angebaut werden. Doch, Träger bis auf den einen, der ist aber in Ordnung. Noch ist das in Ordnung. Ich kriege jetzt hier erstmal keine unbesetzten Stellen, was mal sehr gut ist. Ja. Gerade auch bei den Bauern. Die sind alle da. Auch Müller und so weiter. Das ist schon nicht verkehrt. Jetzt mit den Bäcker. Auch alles in. Oh. So, das ist ein bisschen der Böttcher. Ne, das ist schon mal okay. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Sorry, wenn das jetzt nur so ein bisschen Geplänker war und hin und her gerede und hast du nicht gesehen und da mal ein bisschen rumgestochert und so. Aber ja, ist halt Regenzeit. Da machst du nichts, da müssen wir jetzt erstmal durch. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute und genießt den Tag.
Bye.